Moin Moin und hallo, heute machen wir mal eine leckere Kürbis-Creme-Suppe. Dazu benötigen wir Gemüsebrühe, Suppengrün, einen Kürbis, etwas Sahne, Zwiebeln und Margarine. Yeah! Nun werden wir das Suppengrün grob vorschneiden. Es braucht nicht gepellt werden, es braucht nicht geschält werden, nur grob vorschneiden und in einen separaten Topf geben. Passt auf eure Finger auf. Wie ihr seht, lassen wir auch die Unterteile dran. Alles rein damit. Grob vorschieben. Ting. Schnibbel, Action. Fertig. So, dann eine mittelgroße Zwiebel benutzen. Wir haben sie jetzt leider schon geschnibbelt gehabt, deshalb müssen wir sie jetzt so nehmen. Die Zwiebel braucht ihr auch nicht pellen oder so. Also in unserem Fall ist das zu viel Arbeit gewesen, die wir uns da angetan haben. Und die kommt dann auch zum Suppengrün dazu. Also eine mittelgroße Zwiebel, vierteln, auch rein damit. Als erstes werden wir nun noch den Boden und den Kopf vom Kürbis abtrennen. Passt wieder auf eure Fingerchen auf. Geht in rhythmischen, sägenden Bewegungen vor. Oh, geköpft. Jetzt kommen wir zum Boden. Passt wieder auf eure Fingerchen auf. Haltet den Kürbis gut fest. Super, damit haben wir Boden und Kopf getrennt. Im nächsten Schritt werden wir jetzt den Kürbis schälen. Das machen wir auch mit dem Küchenmesser, denn ein Sparschäler würde nicht durch die Schale kommen. So, wir haben jetzt ein bisschen angefangen und bewegen uns dann den Konturen des Kürbisses nach mit sägenden Bewegungen. Passt immer auf eure Beine und Finger auf. Rutscht nicht ab. Denn es ist sonst der Finger ab. Ich bin voll der Reimgott. So, wir sind jetzt komplett durch. Zum Schluss solltet ihr aber den Kürbis nochmal komplett umdrehen und checken, ob ihr irgendwas nicht bekommen habt. Oh, da sehen wir ja schon was. Wir haben nicht alles bekommen. Das müsst ihr leider noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist auch normal. So, die Schalen kommen jetzt auch in unseren ganzen Haufen an Suppengrün dazu, denn dort sind viele Vitamine und auch der Geschmack, den wir brauchen. Der nächste Schritt ist einmal durchschneiden in der Mitte. Nicht durch Brigitte. Tete. So, jetzt nehmen wir unsere Hände und holen damit das Innenleben heraus. Ihr könnt natürlich auch einen Esslöffel benutzen, wenn euch das nicht so zusagt. Wir benutzen aber aus Zeitgründen einfach mal die Hand. Außerdem haben wir dann noch ein bisschen weniger abzuwaschen, oder nicht? Ist doch klar. Also, raus mit dem Innenleben. Das können wir leider nicht verwenden. Das ist nur zur Fortpflanzung. Super. So, nun haben wir beide Versionen ausgehöhlt und jetzt kommen wir zum Schnittverkehr. Wir werden einfach den Kürbis durchschneiden in Scheiben und dann nochmal die Scheiben halbieren. Das sollte genügen, um ihn dann gut weiter verarbeiten zu können. Passt wie immer auf eure Fingerchen auf, denn abgeschnittene Finger wachsen nicht nach. Weisheiten mit Sashi am Sonntagmorgen. Okay, jetzt kommen wir zu dem Halbieren unserer Kanten und dann
ist das auch schon gut und sicher über die Bühne gegangen. Schön, sehr schön. Top, top. So, jetzt sind wir beim Herd, haben unseren Topf dahingestellt. Wir werden jetzt den Herd anmachen, volle Pulle, werden jetzt Margarine in den Topf geben. Denn wir wollen gerne unsere vorher geschnittenen Sachen, sprich Gemüse, Zeugs und den Kürbis in unserem Topf anschwitzen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir einen kleineren Topf haben, weil der große gerade benutzt wird, wie ihr seht. Deshalb werden wir jetzt in mehreren Etappen das machen. Ihr könnt zu Hause, wenn ihr so einen riesen Topf habt, das auch alles zusammen in den Topf packen und anschwitzen. So, wir beginnen jetzt in Etappen. So, wenn die Margarine nun aufgelöst ist, wir benutzen Margarine, weil Butter zu empfindlich ist. Die kann nämlich anfangen dann zu verbrennen. Bei Margarine ist das nicht so gegeben. Wir benutzen auch Margarine und kein Öl, weil die Margarine sich leichter auflöst als das Öl. Wenn ihr Öl benutzt, dann habt ihr immer solche Ölaugen oben schwimmen. Das ist nicht so angenehm. So, also wir kippen das Olivenöl rein. Hohe Hitze. Auch die Schale von unserem Kürbis ist dabei und schwitzen alles mal recht freundlich hier an. Das Anschwitzen dient dazu, um die Poren in unserem Suppengrün und in unserem Kürbis zu öffnen und dieses Aroma dann in unsere Suppe abzugeben. Ihr merkt es, wenn sozusagen euer zu anschwitzendes Gut anfängt zu schwitzen. Dann ist es genug. Wir brutzeln jetzt hier schon seit einer Minute circa, aber das dauert noch mal. Noch mal eine Minute. Ihr macht diesen Schwitzprozess komplett durchrühren. Da, wenn es braun werden würde, kommen Bitterstoffe in unsere Suppe. Und diese wollten wir eigentlich vermeiden. Böse Bitterstoffe. Nein, nein, nein. Immer schön rühren. Jetzt rühren wir schon seit 2 Minuten, aber da geht noch eine Minute. So, nach jetzt nunmehr 3 Minuten rühren, kommt unsere Schaumkelle zum Einsatz, denn unser zu schwitzendes Gut ist wirklich am Schwitzen. Nochmal zum Wiederholen, wir werden das jetzt in Etappen machen. Wenn ihr einen kleinen Topf macht, macht ihr es genauso. Wenn ihr einen großen Topf macht, reicht es auch, wenn ihr einen riesen Topf damit bestückt und wartet, bis der Schwitzprozess angefangen hat. So, jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Wir nehmen wieder etwas Margarine, backen die rein. Wir haben jetzt schon ganz viel Geschmack in diesen Topf reingekriegt. Deshalb ist das wichtig, dass das jetzt nicht anfängt da rumzubrennen. Also rein mit der zweiten Fuhre und gleiches Prozedere wie vorhin. Warten bis es schwitzt, permanent umrühren. Nicht anpacken lassen, immer rühren. So, während des Schwitzprozesses können wir das mal ganz kurz alleine lassen. Wir erhitzen jetzt Wasser im Wasserkocher, um dann die Gemüsebrühe in einen Messbecher aufzulösen. Denkt immer wieder daran, zurückzukehren, um umzurühren. Wir werden jetzt 2 Liter Brühe herstellen. Das heißt, wir brauchen 2 Esslöffel von der Brühe. Die packen wir in unser Messbecherchen. Unser Wasser ist im Hintergrund schon gekocht und wartet nur noch auf die Verarbeitung. Nun kommt dieses besagte heiße Wasser zu unserer Brühe dazu. Wir wollten ja 2 Liter machen, also messen wir auch 2 Liter ab. 1 Liter. Dann müssen wir noch 1 gleich machen. Wir rühren gut um. Und dann kommt das in unsere
in unseren Kochtopf. Auf dem Boden seht ihr diese braune Masse. Das ist der Geschmack, den wir gerade durch das Schwitzen extrahiert haben. Nun kommt die Brühe dazu und wir schrecken sozusagen unser Nahrungsmittel damit ab. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Boden abkratzt, dass dieser Geschmack dann auch aufgenommen wird in die Suppe. Und immer ein bisschen rumrühren. Die Temperatur haben wir ein wenig runtergestellt. Und so läuft er. Ich muss nochmal zurück, das war nicht abschrecken, sondern ablöschen. Hier kommt unser zweiter Liter, den wir jetzt gerade erstellt haben. Also haben wir unsere Suppe abgelöscht, nicht abgeschreckt. Hier seht ihr manchmal solche Schalen von den Kernen noch rumfliegen. Die könnt ihr entweder absammeln, aber die sind so weich, wie ihr seht. Die könnt ihr auch drinnen lassen. Beim Pürieren werden die nicht ins Gewicht fallen. So, in unserem Fall müssen wir jetzt natürlich das Suppengrün, welches wir vorher in zwei Etappen bearbeitet haben, wieder hinzufügen. Ich weise nochmal darauf hin, ihr könnt auch einen riesengroßen Topf benutzen und alles in einem Rutsch da reinballern. Also, alles in den Topf, alles in den Topf. So, nun haben wir alles wieder hinzugefügt. Jetzt nochmal schön umrühren. Dann stellen wir den Herd auf mittlere Hitze. In unserem Fall ist das die 5. Dann kommt ein Deckel oben drauf und wir lassen die Suppe jetzt 30 Minuten lang vor sich hin chillen. So, nach 30 Minuten vor sich hin chillen bei mittlerer Hitze nehmen wir nun den Topf vom Herd und werden uns dem Pürieren annehmen. Dazu benutzen wir einen Pürierstab. Der wird nun direkt in unseren heißen Kochtopf gehalten und wir pürieren wie die Weltmeister. Passt auf, dass euch nichts daneben spritzt. Das dauert jetzt ein bisschen. Alles gut durchpürieren, Leute. So, wenn alles schön püriert ist, können wir den Mixer extrahieren. Und damit ist eine wunderschöne Cremesuppe entstanden. Nun kommen wir zum Abschmecken. Es ist immer einfacher, zuerst zu probieren, wie es schmeckt, und dann etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzuzufügen, aber dies in kleinen Schritten zu vollziehen, weil zu viel kriegt man nicht wieder raus. Zu wenig, das geht ja noch mit Auffüllen. Also passt bei diesem Schritt gut auf, macht nicht zu viel, packt ein bisschen rein, Salz, Pfeffer und Muskat. Danach etwas umrühren und wieder abschmecken, bis der gewünschte Geschmackstyp erreicht ist und euch die Suppe schmeckt. Ihr könnt ruhig mit dem Löffel umrühren. Ihr müsst keine extra Kochlöffel dafür verwenden. Es geht auch so. Nicht meine Haare so da gut. Okay, dann probieren wir mal. Halbe Stunde circa. Superb. So, nun kommen wir zur Dekoration. Abgeschmeckt haben wir es ja. Wir holen uns einen Klecks Suppe in unser Gefäß. Das kann ein tiefer Teller sein oder in unserem Fall eine Schüssel. So, sehr schön. Jetzt kommt die Sahne. Ihr könnt sie sogar schlagen und in geschlagener Form hinzufügen. Wir werden aber jetzt nur einen Schuss Sahne benutzen. Schön drauf verteilen. Und nun zum Vollendung nehmen wir etwas Kürbiskernöl. Das gibt einen wunderbaren, unvergesslichen Geschmack dazu. Versucht es auch ein bisschen zauberhaft darauf zu verteilen. Zum Schluss, als Finish, packen wir noch ein paar Kräuter oben drauf. In unserem Fall ist es Basilikum. Ihr könnt aber natürlich auch andere Kräuter benutzen. Das ist doch mal eine leckere, gut aussehende, schmackhafte Suppe. Damit danke ich fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon!